Unsere Slogans lauten Innovate with Annotate, Juicy Annotation. Unsere User Story war die wissenschaftliche Hilfskraft Anna, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Lehrtafeln annotieren möchte und nach eigener Systematik, nämlich in diesem Fall einer kunsthistorischen Systematik, sich die Sachen erschließen möchte. Ja, der Prototyp ist im Prinzip eine Online-Plattform, die mit semantischen Technologien agiert, vernetzt ist, standardkonform ist, interoperable Daten bietet und Schnittstellen und auch mehrsprachig angelegt ist. Die Kernfunktionalitäten sind Bildannotation, Bildähnlichkeitssuche, Metadateneditor und Systematisierungseditor. Ja, unser Prototyp sollte unbedingt umgesetzt werden, weil er eben hilfreiche Funktionalitäten für Bildannotationen bietet, die eben neu und innovativ sind. Und vor allen Dingen, was eine Besonderheit ist, ist, dass man die Annotationen eben auch mit einem Systematisierungseditor eben ganz nach eigenen Systematisierungskriterien, also für die eigenen individuellen Use Cases zusammenstellen kann. Ja, am meisten Spaß gemacht hat die Erstellung der Personas, weil wir da eben ziemlich verrückte Ideen hatten, von sehr typischen Charakteren bis hin zu ja, sehr, sehr kreativen Use Cases, die sozusagen auch aus dem akademischen Feld ein bisschen rausführen. Deswegen war das sehr unterhaltsam.